Manchmal gönnt man sich im Urlaub ja was Gediegenes. Zum Beispiel einen exklusiven Ausflug, von dem man noch lange erzählen kann. Blöd nur, wenn der Reiseveranstalter den angeblichen Geheimtipp nicht nur an Sie weitergibt, sondern auch an andere Hotelgäste. Zum Beispiel die aus dem Nachbarhotel und an die aus dem Hotel quer über die Straße. Und an gefühlt alle anderen Touristen im Ort. Da kann ein Ausflug zu einem paradiesischen Eiland zu einer bitteren Enttäuschung werden. Ein Traumziel, die Karibik. Das ganze Jahr über herrschen hier angenehme Temperaturen. Besonders beliebt bei uns Deutschen die Dominikanische Republik. Diese einmaligen Strände, ach, wer will die nicht mal ganz für sich alleine? Das ist ein hübscher Strand. So richtig Karibik-Feeling gibt's nicht in jeder Hotelanlage. Zum Glück aber jemanden, der mir das hier verkauft. Im hoteleigenen Ticketbüro kaufte ich einen Ausflug der ganz besonderen Art. Hallo. Überall sehen Sie bemerkenswerte Landschaften auf der Fahrt, überall, wo wir halten. Kristallklares Wasser. Zu Beginn bekommen Sie ein Frühstück und zurückkommen Sie gegen 7.30 Uhr. Das eigentliche Highlight sollte aber der Besuch einer kleinen Privatinsel sein. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Auf der Insel können Sie schnorcheln, garantiert. Wenn Sie Brot oder Früchte mit ins Wasser nehmen, fressen die Fische aus Ihrer Hand. Ah. Garantiert. Was Besseres bekommen Sie nirgends auf der Insel. Was kostet es? Die hier kostet 98. Okay, also 100. Also wenn wir die nehmen für 100, das wäre schön. Auf jeden Fall. Und ich finde 100 Euro pro Nase, Leute, so habe ich in meinem Leben noch nicht ausgegeben für irgendeine Tour. Noch nie, nirgendwo auf der Welt. Ich buchte für 3 Personen und war 300 Dollar los. Umgerechnet über 250 Euro. Auch wenn der Preis ein großes Loch in die Urlaubskasse riss, eine Trauminsel, die man nur einmal im Leben sieht, sollte diesen Preis rechtfertigen. Dachte ich. Am nächsten Morgen sollte es um 6:45 losgehen. Das Problem? Wir waren früher dran als das versprochene Frühstücksbuffet. Dafür war aber wenigstens der Bus pünktlich. Wir kennen ja Touren. Und man weiß, dass man bei Ausflügen wirklich früh aufstehen muss. Denn in der Regel sammelt der Bus Touristen an vielen verschiedenen Hotels ein. Das zieht die Anreise zum eigentlichen Ausflug unnötig in die Länge. Hinzu kam, dass unser Ziel nicht wirklich um die Ecke lag. An diesem Tag wurde meine Geduld so richtig auf die Probe gestellt. Leute, über 3,5 Stunden Busfahrt liegen jetzt hinter uns. Ich habe nichts getrunken, nichts gegessen bis jetzt. Es ist bald Mittag. Ich hoffe mich trotzdem, dass es ein schöner Strand wird. Echt hart. 4 Stunden nach der Abfahrt bekam ich endlich das versprochene Frühstück. Und mein erster Kaffee. Guten Morgen. Frisch gestärkt ging es dann weiter. Die lange und beschwerliche Anreise zum Paradise Island war noch lange nicht zu Ende. Weiter ging's auf dem Wasser. 30 Minuten schipperte die Reisegruppe über das azurblaue Wasser. Dann erreichte ich mein hochgelobtes Ziel. Die Insel, die das Paradies sein sollte. Sie haben ja nicht für die Größe bezahlt, aber schau dir das mal an. Die paradiesische Insel war nicht mehr als eine Sandbank mitten im Meer. Ein Haufen Sand in der Karibik. Kann ja auch schön sein. Für 250 Euro für uns drei. Also schauen wir uns das erstmal an. Man will nicht gleich immer motzen. Ja, der erste Eindruck ist ja immer der wichtigste. Und mir war klar, der Preis von 100 Euro pro Person war überzogen. Das ist wirklich schön. Das ist toller Strand hier. Das ist tolles Wasser. Aber das gibt's hier überall so schön, dieses Wasser. Und der Strand ist ähnlich schön besandet wie hier. Aber auch da drüben, auch bei uns am Hotelstrand. Ja, weswegen sind wir denn nun hier? Vermutlich wäre auch Christoph Kolumbus an dieser Insel vorbeigesegelt. Denn sie ist wirklich mini.
ist keine 100 Meter lang und vielleicht 40 Meter breit, dieses Stück Sand. Nun, zu zweit wäre das ja romantisch, aber wir blieben nicht alleine. Immer mehr Boote erreichten die Insel und fluteten die Sandbank. Knapp 150 Gäste aus vielen Ländern bevölkerten den kleinen Haufen Sand nach 20 Minuten. Wie voll das hier ist. Also, ob das ein Paradies ist, muss jeder für sich entscheiden. Eine einsame Insel ist das mit Sicherheit nicht. Ich nahm die Situation an und wollte schnorcheln gehen. Denn das war im Preis inbegriffen. Westen, Schnorchel, Flossen und Masken waren ausreichend vorhanden. Nur Platz zum Wassersport war Mangelware. Du kannst dir keine Koralle angucken, wenn hier 100 Leute mit dir zusammen auf einmal ins Wasser steigen. Ich versuchte mein Glück, stürzte mich in die blaue Lagune. Wie alle anderen auch, die so viel gezahlt hatten. Aber außer russischen Badehosen, amerikanischen Bikinis und deutschen Flossen sah ich nichts. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Zumal schon der nächste Touristenfrachter ankam. Also sehen Sie mal, wie braun ich schon geworden bin in 2 Stunden im Vergleich zu dem weißen Handtuch hier, was ich hier nicht auf den Boden legen darf. Hier herrscht Handtuchverbot. Schon mal gehört? Würde ich mich jetzt auch erst drüber beschweren wollen, aber da gibt es einen guten Grund für. Stellen Sie mal vor, diese gefühlten 1000 Touristen, die hier täglich hinkommen, würden alle ein Handtuch mitbringen. Und jeder nimmt eine kleine Schippe Sand mit sozusagen auf seinem Handtuch. Und die weht dann ins Meer, den Sand. Und dann ist diese Insel bald weg. Also, in diesem Fall, das Einzige, womit ich einverstanden bin auf dem Trip, Handtuchverbot auf diesem Mikro-Island. Der ganze Rest hier fühlt sich an wie Ballermann in der Karibik. Nach etwas mehr als 90 Minuten war alles schon wieder vorbei. 250 Euro für 3 Personen hatte ich gezahlt. So viel Geld war dieser Ausflug definitiv nicht wert. Zumal andere Strände dem kleinen Eiland in nichts nachstehen. Von wegen Paradies. Schauen Sie sich doch mal um. Ist der Strand nicht auch toll hier? Weiß, das Meer hellblau, hier kann man auch schnorcheln. Dazu muss ich nicht so eine Reise buchen, ja? Zurück im Hotel musste ich ein ernstes Wort mit dem Verkäufer im Reisebüro sprechen. Die Tour zur auch noch total überfüllten Sandbank war viel zu teuer. Also nach 2,5 Stunden sollten wir eigentlich da sein. Aber es dauerte 4 Stunden pro Strecke. Er sagte uns, wir würden wie lange dort sein? Normalerweise 2,5 Stunden. Ah, 2,5 Stunden. Wir waren gerade mal 1,5 Stunden da. Nach 1 Stunde und 38 mussten wir wieder aufs Boot zurück. Er versicherte, dass er uns genau dieselben Infos gegeben hatte wie allen anderen Gästen. Dann sollten Sie das, was Sie den Kunden erzählen, mal mit der Realität da draußen abgleichen. Sie müssen verstehen, dass die Touren, die wir an unsere Kunden verkaufen, von anderen Unternehmen zu uns kommen. Also kriegt das Unternehmen schon mal einen Teil des Geldes. Und wir wollen natürlich auch noch etwas verdienen. Also wir werden uns hier nicht mehr einigen. Kein Problem. Aber ich kann es hier einfach nicht weiterempfehlen. Ich denke, Sie haben uns einfach zu viel berechnet. Viel zu viel. Ich nehme den Bus um 6.50 Uhr in der Früh, komme um 7 Uhr abends zurück und habe 1 Stunde 38 auf der Insel verbracht. Das ist ein ganz schön armseliges Angebot für 250 Euro. Das müssen Sie verstehen. Grüßen Sie Ihren Kollegen von uns. Wir hoffen, dass wir ihn nie wiedersehen.